keine Beine. Wieso haben heute alle keine Beine? Ich bin jetzt auf dem Weg zu Halle 11, weil in Halle 11 soll ein Final Fantasy Stand sein und ich möchte mal gucken, ob ich irgendwie Final Fantasy spielen kann oder so. Und genau, deswegen machen wir uns jetzt auf den Weg zu Halle 11 und wir gucken mal, wir kämpfen uns hier irgendwie durch. Es ist ziemlich voll, aber ja, wird schon irgendwie. Ich habe Blödsinn erzählt, nicht Halle 11, sondern Halle 9. Gefunden. Ich bin immer ein bisschen verloren hier. Ich habe mich heute schon einmal verlaufen und bin dann nur wieder zurückgekommen, weil ich halt einen Aussteller-Ticket habe und die mich halt durch so eine Schleichwege geführt haben und gesagt haben, hey, sie dürfen hier lang gehen, sonst hätte ich meine Halle gar nicht wiedergefunden. Nintendo! Thank you.
gefunden. Ich bin jetzt gerade auf der Suche nach den Pfandflohleuten und die verteilen nämlich Flimmerpässe, wenn man sie findet. Und mal sehen, ich hoffe, dass ich sie jetzt irgendwie finden werde. Ich mache mich mal auf die Suche, weil wer will nicht einen Premium-Pass haben? Okay, dann auf geht's zum Bundeswehrstand. Sie haben nämlich getwittert, sie sind beim Bundeswehrstand. Also mache ich mich auf zum Bundeswehrstand. Freitag früh und die nächsten 3 Tage werde ich jetzt also arbeiten und deswegen werde ich auch wahrscheinlich nichts mehr groß vloggen. Genau, zu gestern nochmal. Also ich bin gestern ein bisschen rumgelaufen, habe ein paar kleinere Spiele angespielt, habe bei Just Dance gespielt, aber ich habe mich jetzt bei keinen größeren Spielen angestellt, einfach weil das zeitlich für mich nicht drin war und ich einfach mal alles sehen wollte und alle Eindrücke so mitnehmen wollte. Und für mein erstes Mal Gamescom muss ich sagen, es sind sehr, sehr viele Eindrücke gewesen. Es war ziemlich überfordert manchmal und ich war ziemlich geschafft, weil ich halt wirklich den ganzen Tag rumgelaufen bin und ich war abends so noch froh, als ich meine Schuhe von mir schmeißen konnte und mich auf mein Bett schmeißen konnte. Und dann, ja, habe ich auch ein bisschen besser geschlafen dieses Mal. Und genau, deswegen, es ist 8 Uhr oder so, also ich habe vielleicht 5 Stunden geschlafen. Na gut, ja, ich hoffe, das Video hat euch irgendwie gefallen und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video.